sehr lebendiges, abwechslungsreiches Stück, das insofern gut zu uns passt, dass es sehr energiegeladen ist, dass es ein sehr aktives Zusammenspiel erfordert. Es ist auch technisch sehr anspruchsvoll. Also wir haben gerne so diesen Kick, dass wir das gerne hinbekommen wollen. Wir haben diesen Biss. Ja, und ich finde es auch toll, bei diesem Stück zu sehen, wie das Stück auf die 5 Instrumente des Bläserquintettes zugeschnitten ist, weil die Besetzung eine sehr farbenreiche, sehr abwechslungsreiche Besetzung ist, weil jedes Instrument ganz anders klingt. Das Holzbläserquintett ist für mich eine sehr interessante Besetzung. Nicht umsonst nennt man das ja auch das kleinste Orchester eigentlich. Ich habe das Stück zum größten Teil in meinem Wochenendhaus geschrieben, in den Ardennen. Da sitze ich oft sehr gerne in der Natur, so mit Computer und Kopfhörer, und schaue dann zum Fenster raus, und das ist, finde ich, sehr inspirierend, vor allem auch die Ruhe, die da herrscht. Ich fand das sehr spannend, mit Marco ein Stück zu erarbeiten, das er vor Jahren geschrieben hat, und jetzt ein aktuelles Stück von Marco jetzt kennenzulernen und mit ihm natürlich auch im Austausch zu sein. Ich finde, es könnte eigentlich fast auf uns fünf zugeschnitten sein, weil es gibt auch bei uns im Quintett, wir kennen uns sehr lange. Es gibt auch den eher nervöseren im Ensemble, es gibt den totalen Ruhepol, es gibt den, der ein bisschen hinterfragt, der ein bisschen eher skeptisch ist. Also, und ich finde, dass es schon sehr gut zu uns passt, dieses Stück.